Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich musste gerade so lachen, weil ich meine Bücher zusammengesucht habe für den Lesemonat und sie passen einfach so, so gut zusammen. Ich muss euch das jetzt mal zeigen. Sie sind einfach alle blau und grün. Mega witzig. Ja, mich kann man mit kleinen Dingen einfach glücklich machen. Und deshalb habe ich mich auch für ein blaues T-Shirt entschieden, weil ich dachte, das passt dann sehr, sehr gut. Wie gut, dass ich nicht zwanghaft bin. Aber guckt euch mal das T-Shirt an. Passend zu einem der Bücher. Ich muss euch so jetzt einfach zeigen. Das T-Shirt habe ich von Lou bekommen, übrigens zum Geburtstag, weil ich so ein großer Chemcasters-Fan bin. Und guckt mal, was diesen Monat erschienen ist. Danke, lieber Goldmann Verlag, für die Neuauflage der Clockwork-Reihe. Ich bin totally in love, habe jetzt auch diesen Monat, wie gesagt, nochmal das erste Buch gelesen. Ich musste es natürlich auch haben, auch wenn ich die Reihe eigentlich schon in der alten Version habe, aus dem Arena Verlag, musste ich sie aber trotzdem haben, weil hier hinten die Buchrücken ein schönes Bild geben werden. Wie gesagt, Bücher lesen und Bücher sammeln sind zwei Hobbys. Ja, Clockwork-Reihe. Es geht halt um Schattenjäger. Wer die Chroniken der Unterwelt kennt, weiß, was Schattenjäger sind. Es geht um die Vorgeschichte der City of Bones, City of Heavenly Fire, City of Ashes Reihen. Es sind ja 6 Bücher. Die Clockwork-Reihe besteht aus 3 Büchern. Und Maren hat da mal so ein tolles Video zu gemacht. Ich versuche mal dran zu denken, euch das zu verlinken. Da hat sie quasi so einen kompletten Schattenjäger-Guide gemacht. Da gibt es ja noch so viele andere Bücher dazu. Die Chroniken des Magnus Bane. Dann gibt es noch Lady Midnight, Lord of Shadows, die Rotschriftrollen. Also es sind ganz viele vereinzelte kleine Serien, die sich um das Schattenjäger-Universum ranken. Und Maren hat das richtig gut zusammengefasst. Das würde ich euch dann, hoffentlich denke ich dran, in der Infobox verlinken. Ja, viel mehr zur Clockwork-Reihe möchte ich dann auch nicht sagen. Ich habe euch im Neuzugänge-Video ja den Klappentext vorgelesen. Das Video kann ich euch auch gerne nochmal verlinken. Ich kann nur so viel sagen, wer sich ein bisschen für Fantasy interessiert, der sollte sich auf jeden Fall das ganze Schattenjäger-Universum mal zu Gemüte führen. Ich persönlich würde mit dieser Reihe anfangen und danach erst die Chroniken der Unterwelt lesen, weil das hier einfach die Vorgeschichte dazu ist. Dann habe ich ein Buch gelesen, das ihr quasi ausgesucht habt. Ein Fluch so ewig und kalt ist der Reihenauftakt, also Band 1 der Emberfall-Reihe. Und darin geht es um Harper, die quasi entführt wird und plötzlich in einem Königreich sich befindet, das ihr so gar nicht sagt. Ihr Handy hat keinen Empfang und irgendwie gibt es nirgendwo Strom und sie kann sich halt erst gar nicht vorstellen, was passiert ist, wo sie gelandet ist. Die Leute sind alle ein bisschen anders drauf, als sie es gewohnt ist. Nennen wir es mal einfach so. Ja, aber sie findet sich eigentlich relativ schnell zurecht und erfährt dann auch so nach und nach, was es mit Emberfall auf sich hat. Und sie trifft auf den Prinzen des Reichs, der da heißt Ren. Sorry, ich habe es ja nicht so mit den Namen. Und auf Ren lastet ein Fluch. Das erfährt er auch alles im Klappentext, also da verrate ich nicht zu viel. Auf Ren lastet ein Fluch, den es zu brechen gilt und ja, ich habe ja ewig überlegt, findest du die Reihe gut, sie ist so gehypt, findest du sie nicht gut oder nicht im Vorfeld, findest du sie gut oder findest du sie nicht gut, aber ich hatte halt so ein bisschen Angst vor gehypten Reihen, weil sie mich halt ganz oft einfach enttäuschen, aber ich kann so viel verraten, das Buch hat mich nicht enttäuscht, ich habe es glaube ich, obwohl es über 500 Seiten hat, 560 Seiten. Ich glaube, ich habe es innerhalb von 3 Tagen durchgelesen, weil die Geschichte wirklich sehr, sehr spannend und sehr, sehr packend ist. Ich habe Harper total geliebt. Harper ist so eine richtige Seele von Mensch, aber auch
ehrlich und die haut einfach raus, was sie denkt. Es wird kommuniziert in den meisten Fällen und das leben wir. Als nächstes kommt das Buch, das vermutlich auch Grund ist, warum ich dieses Mal nicht über 10 Bücher gekommen bin in diesem Monat. Einerseits, weil ich Geburtstag hatte, weil die Kleine Geburtstag hatte und da viel zu tun war. Dementsprechend war halt auch ihr Papa sehr oft da und wenn man Besuch hat, liest man dann ja auch nicht unhöflicherweise. Und dazu kam halt das nächste Buch. Ich muss kurz gucken. Ja, 1132 Seiten. Dementsprechend lange sitzt man auch an so einem Buch. Und wenn man mal bedenkt, dass ein normales New Adult Buch vielleicht so 400 Seiten hat, besteht dann quasi dieser Band aus 3 Büchern. Wenn man es jetzt mal so sieht. Ja, Diana Gabaldon, Outlander, Feuer und Stein ist der erste Band der Outlander-Reihe. Und wer mein Instagram ein bisschen verfolgt, der hat vielleicht auch mitbekommen, dass ich momentan total im Outlander-Fieber bin. Spoiler, ich bin aktuell bei Staffel 4. Ende Staffel 4. Ja, habe es auch vor, bis zu meinem Urlaub vielleicht noch zu beenden. Ich kann ja dann sowas nicht unbeendet zurücklassen, wenn ich dann im Urlaub nicht gucken kann. Don't judge me, ich bin manchmal etwas gestört. Ja, in Outlander geht es um Claire, die durch die Steine zurück in die Vergangenheit reist und sich plötzlich 200 Jahre in der Vergangenheit befindet. Sie ist Krankenschwester, sie war Lazarettschwester und dementsprechend kann sie sich relativ gut versorgen. Natürlich war das vor 200 Jahren dann auch so, ja, dass man als Hexe verschrien wurde, wenn man heilen konnte. Also es sind super viele Punkte drin, wo man heutzutage den Kopf schüttelt, aber damals war es einfach so. Ja, sie trifft in der Vergangenheit auf den Vorfahren ihres Mannes, der gar nicht mal so nett ist wie gedacht, und wird von einem Clan Schotten gerettet. Einer davon ist Jamie und Jamie ist einfach einer der tollsten Protagonisten, die ich jemals in einem Buch oder in einer Serie gesehen habe. Jamie und Claire, das ist einfach die Liebe, das ist, ja, da passt kein Blatt Papier dazwischen. Ich denke, über Outlander hat jeder schon mal was gehört und weiß, dass Jamie und Claire einfach zusammengehören und dass die ganze Reihe quasi um die beiden sich dreht und um ihr Leben in der Vergangenheit und in der Gegenwart. Was mir halt besonders gut gefällt oder was mich besonders stolz macht, ist, dass das Buch signiert ist. Und das habe ich nicht einfach so signiert bestellt. Nein, der Cast, also Claire jetzt nicht, aber der Cast war zum Teil in Bonn vor einigen Jahren. Und die Autorin war auch da und hat mir das Buch unterschrieben. Und ich beiß mir bis heute in den Hintern, dass ich kein Bild mit Sam gemacht habe. Also quasi mit dem Darsteller von Jamie. Ja, hinterher ist man immer schlauer. Aber ich habe damals weder die Bücher gekannt, noch die Serie gekannt. Und dachte nur, wenn jeder das so hypt, kauf dir einfach mal Band 1 und lass es unterschreiben. Dann ist diesen Monat auch ein Buch erschienen, auf das viele von euch und ich auch gefiebert habe, Midnight Chronicles Band Nummer 5, in dem es endlich wieder um Roxy und Shaw geht. Bei der Reihe ist es ja so, die wurde von Bianca Iosivoni und Laura Kneidel zusammengeschrieben. Hier oben sieht man immer, wer diesen Band geschrieben hat. Der steht nämlich immer oben, oder die steht immer oben. Und Bianca hat die Geschichte von Roxy und Shaw in Bänden 1, 3 und 5 geschrieben und die Laura hat die Bände 2, 4 und 6 geschrieben und da geht es immer um andere Pärchen. In Band 4 ging es zum Beispiel um Ella und Ella ist einer meiner liebsten Charaktere in dem ganzen Universum. Aber hier geht es um Roxy und Shaw. Ich kann euch jetzt nicht so viel erzählen, weil es einfach spoilern würde, falls ihr die Bände 1 und 3 noch nicht gelesen habt. Ja, in diesem Band geht es halt
ist die Hauptthematik eigentlich, dass Roxy ja immer noch dabei ist, die von ihr aus Versehen losgelassenen und befreiten Seelen zurück in die Unterwelt zu befördern. Der Countdown läuft. Sie hat nur noch ein paar Tage Zeit, die letzten verbliebenen Seelen in die Unterwelt zu befördern. Und Sean hilft ihr eben dabei. Roxy ist jetzt nicht so unbedingt mein Lieblingscharakter, aber Sean ist halt mega. Der ist so gut ausgearbeitet und einfach, ja, auch wieder so Boyfriend-Material. Wobei ich bei Roxy es halt mega witzig finde, dass die einfach so verfressen ist. Wer die Reihe gelesen hat, weiß, was ich meine. Im ersten Band hat es mich noch ein bisschen genervt, dass die gefühlt auf jeder Seite was am Essen ist. Aber ja, mittlerweile ist halt so ein Running Gag und es wird auch nicht mehr so oft erwähnt und dementsprechend ist es dann auch okay. Ja, ich finde auch, dass Roxy und Sean, ich muss mal die Seite wechseln, ein schönes Finale bekommen haben. Ich hoffe auch ganz, ganz inständig, dass sie in Band 6 nochmal irgendwie einen Auftritt haben. Ich hoffe einfach, dass Laura quasi als Abschluss der Reihe nochmal alle Charaktere zusammenlaufen lässt. Aber ob das wirklich so ist, werden wir wohl erst in ein paar Wochen sehen, wenn Band 6 rauskommt. Hier gibt es übrigens eine ganz, ganz tolle Karte auch wieder mit dabei. Roxy und Sean, die sind einfach so süß. Und Sean, das wäre auch so ein Mann, der mir gefallen wird. Ach ja, Love is in the Air. Das nächste Buch fand ich unheimlich witzig. Kissing in the Rain von Kelly Moran. Wer jetzt genau aufgepasst hat, wird auch sehen, dass das erst diesen Monat bei mir eingezogen ist. Auch wieder im Zuge einer Wichtelaktion. Das und die Sechs Kranich sind zeitgleich da bei mir eingezogen. Das hier in gebrauchter Version, das andere war, glaube ich, neu. I don't know. Ja, und in dem Buch geht es um Cameron. Cameron wird eine Woche vor der Hochzeit ihrer Schwester quasi sitzen gelassen und weiß halt genau, wenn ich jetzt auf die Hochzeit gehe und niemanden dabei habe, dann heißt es wieder, warum hast du keinen Mann? Wieso bist du Single? Was stimmt mit dir nicht? Oh, guck mal, setz dich mal an den Kindertisch. Ihr Single-Ladies da draußen wisst, was ich meine. Als Single auf einer Hochzeit bist du einfach für manche Freiwild und für manche, gerade die ältere Generation der Familie, so, oh du armes Mädchen, was ist mit dir falsch, dass du niemanden hast, dass es niemand mit dir aushält, bla bla bla. Wir kennen das alle, es nervt, aber man kann es halt leider nicht abschalten. Also beschließt sie, sich einfach irgendjemanden zu suchen, den sie quasi als ihren Freund vorstellen kann, um diesen Gesprächen aus dem Weg zu gehen. Ja, klingt mega witzig, es war auch mega witzig, also das Buch stand zu Recht auf meiner Wunschliste. Als ich damals den Klappentext gelesen habe, habe ich gesagt, okay, der ist so humorvoll geschrieben, das Buch muss einfach auch humorvoll sein und genau das ist es. Und ich habe sehr viel gelacht, ich habe sehr viel, ja, manchmal Tränen gelacht und bin sehr froh, dass ich es bekommen habe, dass ich es geschenkt bekommen habe. Ich hatte so hin und wieder die Undercover Bridesmaid Vibes, weil das Buch ja halt auch so humorvoll ist. Und ich finde, dass, ich muss mal gucken, wie er heißt. Troy, der Name war echt, oh ja. Kritikpunkt Troy finde ich einfach ganz, ganz schlimm. Aber er war auch einfach super, ein super toller Charakter und ich habe ihn hart gefeiert. Es wäre für mich jetzt kein Book-Boyfriend-Material, aber ja, die beiden sind echt süß zusammen. Und bei der Familie muss man halt auch diverse Male ein Auge zudrücken, weil die schon teilweise grenzwertig sind. Aber ich kann es euch wirklich empfehlen, wenn ihr lachen wollt, lest das Buch. Dann möchte ich euch im nächsten Schritt gleich zwei Bücher vorstellen, die es auch auf meine Jahreshighlight-Liste geschafft haben. Und zwar Die Nights von Lena Kiefer. Das ist Band 1, Ein gefährliches Vermächtnis. Und Band 2, Ein gnadenloses Schicksal. Ich habe beide direkt hintereinander gelesen und muss sagen,
wenn der dritte Band schon erschienen wäre, ich hätte ihn auch direkt weitergesuchtet, weil ich die Reihe so, so toll finde. Ich meine, bei Ophelia Scale habe ich schon gesagt, Lena Kiefer ist eine super grandiose Autorin. Jetzt habe ich die Knights-Reihe gelesen und denke das immer noch. Ich habe gesagt, ich gründe den saarländischen Lena Kiefer Fanclub. Anmeldungen werden ab sofort angenommen. Ja, wie gesagt, die Ritter der Tafelrunde sind sowieso ein Thema, das mich sehr, sehr interessiert. Und Lena hat das so gut umgesetzt oder mit eingearbeitet. Ich kann immer nur wieder den Hut vor ihr ziehen. Das ist grandios. Ja, in der Reihe geht es nämlich um Charlotte Stewart. Sorry, ich hab's nicht mit Namen. Die ja als Kind gefangen genommen wurde und befreit wurde und sich jetzt quasi ihr ganzes Leben lang vor dieser Gesellschaft versteckt hat. Ich lege das zweite jetzt mal ab, weil es einfach schwer ist. Und plötzlich ist ihr Bruder weg und diese Gesellschaft wieder hinter ihr her. Er hat es 10 Jahre lang geschafft, sie vor denen zu verstecken. Ja, sie flüchtet vor denen und rennt einem jungen Team in die Arme, die tatsächlich auch zu dieser Gesellschaft gehören, aber gar nicht mal so schlecht sind zu ihr. Sie hat direkt ein gutes Gefühl bei denen und geht mit ihnen mit, weil sie ihr eben auch versprechen, dass sie auf sie aufpassen. So viel auch ungefähr beim Klappentext. Ja, wie kann man die Geschichte weiter erklären, ohne zu spoilern? Ja, die Gesellschaft nennt sich Court, also Knights of the Round Table. Jedes Court-Team besteht aus 6 Knights quasi, die alle Ahnen von Rittern der Tafelrunde sind. Oscar ist zum Beispiel der Nachfahre von Arthur. Und Noel, der Hauptprotagonist, ist zum Beispiel der Nachfahre von Lancelot. Und jeder Ritter der Tafelrunde hat quasi ein Merkmal, das ihn auszeichnet. Der eine kann Liebe spüren, der andere kann Mut spüren und Charlotte hat halt ein ganz besonderes Talent, das ich euch natürlich jetzt nicht verraten werde, aber hinter dem halt manche bei Court schwer dahinter sind, das für sich zu nutzen. Nennen wir es mal so. In den Büchern gibt es dann auch so viel Plot-Twists und Unvorhergesehenes, dass wieder mal passiert, genau wie bei Ophelia Scale. Da sind Sachen, da denkst du gar nicht dran und plötzlich passieren sie und es ist einfach, ja, Endlevel. Ich feiere die Bücher und wie gesagt, für mich sind sie klares Jahreshighlight bisher und hoffe, dass Band 3 ganz, 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 ganz bald erscheint. Last but not least habe ich noch ein Buch von einer befreundeten Self-Publisher-Autorin gelesen. The Unknown Witches Greifenwacht ist der erste Band der Reihe, in der es um Nona und um Leo geht. Band 2 ist für nächstes Jahr geplant und Band 3 für 2024. Und in den Folgebänden wird auch immer ein anderer Hauptprotagonist dabei sein, den wir aber hier im Band 1 schon kennenlernen. Wie gesagt, Band 1 dreht sich um Nona und Leo und erzählt die Geschichte zuerst aus ihrer Sicht und dann ungefähr ab der Hälfte aus Leos Sicht. Also quasi dieselbe Geschichte nochmal, nur aus einer anderen Sicht. War halt mega interessant, weil man zum Beispiel jetzt aus Nonas Sicht sehr viel nicht verstanden hat. Aber dann, wenn man dann Leos Sichtweise liest, so viel Klick macht und das war einfach mega. Man kennt es ja oftmals nur so, dass ein Buch rauskommt, das zwar auch aus 2 Sichtweisen geschrieben ist, aber dann ist zum Beispiel so, dass Kapitel 1 und 2 sind die Protagonistin. Kapitel 3 ist der Protagonist, aber fortlaufend. Wisst ihr, wie ich meine? Nicht die gleiche Geschichte nochmal, sondern die Geschichte geht quasi dann bei ihm weiter. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Hier ist es auf jeden Fall so, dass Nona etwas widerfährt und ja, dass sie irgendwie nicht glauben kann. Und als sie kurz darüber spricht, glaubt ihr auch niemand und hält sie für Gaga. Aber dann trifft sie auf Leo und der erklärt ihr, dass es auch
Dinge gibt, die andere Menschen nicht glauben und dass sie quasi eine Unknown Witch ist. Das heißt, sie ist eine Hexe, die aber nicht offiziell als Hexe geboren ist, sondern ja, die einfach eine ist und von der die Hexengesellschaft, Hexengemeinschaft nichts weiß. Leo hilft ihr dann natürlich, sich mit dieser neuen Rolle zurechtzufinden. Er ist halt schon von Geburt an Hexer und zeigt ihr halt, wie sie es schafft oder wie sie es schaffen kann, nicht unkontrolliert zu teleportieren und solche Dinge, die dann halt in der Zwischenzeit passieren. Ich habe die Geschichte super schnell gelesen. Das lag auch daran, dass ich sie während meiner 4 Stunden Zugfahrt nach Stuttgart angefangen habe zu lesen und auf meiner 6,5 Stunden Zugrückfahrt dann beendet habe. Also ich hatte genug Zeit, das E-Book zu lesen und ja. Aber ich denke, wenn ich zu Hause gewesen wäre, hätte ich es genauso schnell gelesen. Das waren jetzt alle Bücher, die ich im Monat Juni gelesen habe. Ihr könnt mir jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr eins davon auch schon gelesen habt und was ihr davon gehalten habt. Ich sage jetzt Tschüss, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.